Dein Penis fest. Zwei Monate später. Ich bin wieder aus der Übung. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nein, wie machen wir das? Immer Standard. Moin, du bist auch mit drin. Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Orgas Garage. Matthias ist heute hier auch am Start. Und wir bauen jetzt endlich das Tor ein, beziehungsweise das Tor hier. Matthias hilft mir heute, wie gesagt, wieder. Und ich hoffe, wir kriegen das heute alles hin. Wir haben uns so ein Anleitungsvideo angeguckt, das ist hier von der Marke Teckentrupp und die haben ein Video bei YouTube veröffentlicht. Das dauert 8 Minuten, glaube ich, ne? In 8 Minuten schaffen wir das bestimmt nicht. Und als ich das Tor gekauft habe, also kurze Vorgeschichte, das Tor habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden für 600 Euro. Normalerweise kostet so ein Tor so um die 1,5, eher 1,7 mit einem Antrieb und deswegen ja, war das ein ganz guter Schnapper. Ist auch meine Größe und genau quasi so, wie ich es mir auch zusammengestellt hätte, allerdings ohne Fenster. Ich wollte oben eigentlich noch so eine Reihe mit Fenstern haben, die sind aber relativ teuer. Eine richtige Anleitung wird das, glaube ich, nicht werden. Wir zeigen euch einfach nur, wie wir das einbauen, weil ein Anleitungsvideo gibt es schon im Internet. Und ja, dann packen wir erstmal alles aus, gucken uns mal an, was wir so alles haben. Und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal shoppen fahren, weil ich glaube, Bolzen und so weiter, die ganzen Bolzen und Schrauben und so weiter werden da bestimmt nicht mit alle mit bei sein. Gucken wir uns gleich mal an. Hier sind Federn, die Umlenkrollen. Da fahren die halt für die Tür, oder? Nee, die für die Tür. Ach so, die Scharniere dazwischen, genau. Ne? Ja, das sehe ich schon. Das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen, bevor wir weiter mit dem Auspacken machen. Ich werde hier noch ein kleines Problem haben. Und zwar haben die Jungs das damals so gemauert, dass man hier quasi noch einen Putz anbringt. Deswegen ist das hier 1 Zentimeter ungefähr rausgemauert worden. Und da sieht man das ganz gut. Habe ich so einen leichten Versatz. So, und die Schiene, die wird ja hier so befestigt und würde hier theoretisch dann in der Luft hängen. Das heißt, hier muss ich mir gleich nochmal was einfallen lassen. Da muss ich hier irgendwie eine Holzleiste oder sowas anbringen, um das Ganze auf eine Ebene zu bringen. Ja, ist nicht ganz so sauber. Hätte ich mir mal wahrscheinlich vorher Gedanken machen müssen und da irgendwie eine Rehgipsplatte oder sowas ranklatschen müssen. Aber egal, jetzt müssen wir da irgendwie eine Notlösung finden. Das ist dieses Anleitungsvideo von Teckentrupp und da stehen die Maße, die Mindestmaße, die man braucht, rechts und links und oben, um das überhaupt anbringen zu können. Das heißt, 8 cm brauche ich auf der Seite, da haben wir aber locker mehr. Also ich habe hier 18 cm und wir werden das aber hier an den Klinkerstein montieren und der ist 11. Das heißt, die Schiene, wenn man da 8 cm braucht, wird wahrscheinlich nur so bis hierhin gehen. Auf jeden Fall das Anleitungsvideo, das verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Wir packen jetzt erstmal alles aus und danach ziehen wir uns das Anleitungsvideo nochmal rein. Also erstmal müssen wir ja gucken, was wir so überhaupt haben. Aufhängung. Achso, das ist quasi der Montageset
für den Antrieb oder was? Und die Handsender? Oder? Das ist für die Lichtschranke. Ich habe sogar eine Lichtschranke. Okay. Falls jemand reingeht, dass es wieder aufgeht. Cool. Dass ich sowas hab. Hier ist noch ein Papier vom Antrieb. So sieht das Ding hier aus. Genau, die im anderen Karton waren diese beiden Halter, glaube ich, damit drin. Und ja, packen wir aber am Ende erst aus. Der Weg hier. Hier eine Montage. Da ist sogar die Anleitung. Guck mal, hier ist auch eine Montageanleitung mit bei. Sehr gut. Und ja, hier ist Kleinkram drin. Ah, guck mal. Sehr gut. Da sind die Schrauben mit bei. Giebelschrauben, das heißt, da müssen wir schon mal nicht losfahren. Also, da haben wir die Schienen. Ich glaube, das Garagentor brauchen wir erstmal nicht auspacken hier, ne? Nee. Das machen wir dann, wenn wir es brauchen. Genau. Sieht man sowieso noch nicht viel. Das heißt, damit hier müssen wir anfangen. Es gibt halt hier in der Anleitung, die war ja mit bei, findet man aber auch online. Hier sind die ganzen Maße angegeben, rechts, links, nach oben und so weiter, die Mindestmaße. Und dann gibt es verschiedene Torkategorien, entweder handbetrieben oder halt elektrisch betrieben und so weiter. Je nachdem, was für ein Tor ihr habt, auch von der Größe abhängig, braucht man einen bestimmten Mindestabstand nach oben hin, nach rechts, nach links. Und genau, wir brauchen, was hast du gesagt, 145 mm. Nach oben hin, das sind ja knapp 15 cm und wir haben hier aber 25 cm, also vollkommen ausreichend. Jetzt machen wir den Meterriss. Das bedeutet alles anzeichnen. Genau, da, den machen wir dann mit dem Laser halt, dass er in Waage ist. Genau, da habe ich hier so einen Laser noch von Dima ausgeliehen bekommen. Also wir haben jetzt 1 Meter angezeichnet an der Mauer mit dem Laser. Wir haben quasi jetzt genau 1 Meter und das ist unser Ausgangspunkt. So dass wir gleich von da aus nach oben hin messen können, weil die Bodenplatte ist ja nicht perfekt gerade, deswegen der Laser. Und jetzt haben wir quasi einen genauen Ausgangspunkt, der perfekt in Waage ist. Hier ist eine Markierung und da ist eine Markierung. Und wir haben uns hier ein bisschen Platz verschafft und alles einmal sauber gemacht, weil wir müssen jetzt die Zarge auf dem Boden hier aufbauen und dann hochklappen an die Wand und dran schrauben. Was macht Matze jetzt? Matze verschraubt jetzt die obere Zarge mit der seitlichen Zarge. An der Zarge haben wir hier so eine 1 Meter Markierung, diesen Pfeil hier. Und wir hatten ja vorher hier 1 Meter ausgemessen und jetzt nochmal 2 cm höher gegangen, weil ich ja noch eine Ausgleichsmasse haben werde. Und deswegen wird das Ding 2 cm höher montiert. Und die Ausgleichsmasse wird dann später sozusagen hier drunter reinfließen. Schöner wäre es natürlich, wenn ich das vorher gemacht hätte, aber nützt jetzt nichts. So, dann das Problem hier mit dem Abstand, was ich vorhin gezeigt hatte. Das blenden wir jetzt mal aus. Wir werden die Leiste trotzdem schon mal montieren. Dann hängt die hier quasi halbwegs in der Luft. Und dann werde ich später da was zwischenschieben. Und dann muss man sowieso hier durchbohren. Hier sind keine Löcher oder sowas. Und dann kann man die quasi direkt mit der Holzleiste an der Wand montieren. Also, man soll jetzt laut Anleitung eigentlich hier so im fixierten Zustand, also wenn die Zarge schon hier montiert ist oder rangelehnt ist, soll man hier durchbohren und einfach festschrauben. Aber wie man sieht, das Loch ist durch diese Leiste hier verdeckt. Das heißt, man könnte nur schief reinbohren und da habe ich nicht so Bock drauf. Deswegen werden wir jetzt erstmal Markierungen überall machen mit dem Edding, dann das Ganze nochmal runternehmen, bohren und dann wieder ransetzen und festschrauben. Hier habt ihr schon mal eine Schraube reingemacht, damit das Ding halbwegs hält und nicht mehr runterfällt. So, da das Metermaß stimmt auch.
Und jetzt gucken wir auf der Seite auch nochmal nach. So, und da muss ja noch irgendwie jetzt ja eine Holzleiste oder sowas zwischen. Nächster Schritt. Sturzblendenhalterung, wenn du nach oben halt festschrauben kannst, das ist mit diesem Winkel. Achso, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht, weil du hast wir ja bohren ja durch, ne? Also es gibt anscheinend noch Winkel, wenn man das an der Decke montiert, dann kann man hier noch so eine Halter für die Decke ranmachen. Aber wir knallen das später hier einmal am Sturz einfach fest. Ja, natürlich jetzt auch noch nicht das rangeschraubt, weil mir noch die Ausgleichsmasse fehlt. Entweder lege ich da erstmal was zwischen. Das Loch hätten wir aber trotzdem schon mal machen können, ne? Ja, wenn du jetzt mit dem Bohrer reinkommst, kannst du bohren. Die Hügel können wir ja immer noch reinstellen. Das Loch ist ja groß genug für den Hügel. Machen wir später. Ist egal. Ist egal. Ja. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir brauchen weiter weiterlegen, ne? Okay. Das ist deine Aufgabe heute. Jetzt kommt dieses Rädchen, ich weiß nicht, zweimal bestimmt, ne? War das zweimal? Ich hab das jetzt nur einmal gefunden. Also so, die kleine Dichtung hier, dann den Bolzen von außen, so durch. Mhm, mhm. Und dann brauchen wir noch dieses Rädchen. Dieses Rädchen, ja. Wir haben da jetzt in die Ecken noch mal ein Stück Holz reingemacht, weil hier kommt ja jetzt diese Rolle hin. Die müssen wir jetzt als nächsten Schritt montieren und dahinter ist aber eine Schraube. Denn die würden wir später nicht mehr rankommen, deswegen mussten wir den Bereich und halt diese Ecke schon mal ja, unterfüttern mit Holz. Und das kann ich dann tatsächlich nachträglich machen. Dann haben wir gerade nochmal geguckt, ob das hier alles in Waage ist. Also das ist jetzt so in Waage, die Leiste. Die ist so in Waage. Und das obere Ding ist auch in Waage. Also hier ist so eine Schiene und da mussten wir schon mal diese Halter befestigen. Jetzt kommen die Laufschienen da oben ran und werden mit einer Schraube nur leicht fixiert. Ich glaube, das ganze Holzzeug muss ich gleich mal wegbacken. So, und dann machen wir jetzt hier nur eine Schraube rein. Und dann muss das Ganze erstmal auf dem Boden liegen. Beide Seiten. Dann wird diese Schiene da befestigt, so dass man quasi überall eine Verbindung hat. Und am Ende, nee, nicht am Ende, dann kommt das ganze Rollen- und Federsystem da rein. Und dann kann man das Ganze hochklappen an die Decke. So, das machen wir jetzt. Sieh mal kurz. Hier, ne? So. So sieht das aus. Das kommt jetzt da rein. Hier rein. Jawohl. Hier rein. Drück dich halt fest. Dann kannst du filmen und so. Ja, aber was willst du jetzt machen? Einhaken? Ja, ich muss das hier einhaken. Genau so. Okay, jetzt sind die unten fixiert. Ja, und wir müssen die Federn spannen oder wer spannt die Federn? Wir müssen es. Nee, das Seil spannt die Federn, ne, später. Hä? Soll ich mal nachhelfen ein bisschen? Hast du? Ja. Gut. Sind die schon mal grob gespannt. Jetzt haben wir noch diese Halter hier, die kommen an die Decke ran. Da denke ich mal, machen wir jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, jeweils an den Balken ran. So, wir haben jetzt schon mal 1, 2 Halter ran gemacht. Da sind ja Langlöcher drin, das kann man gleich nochmal ausrichten. Wasserwaage hängt schon dran. So, ja. Jetzt wird das nach Wasserwaage dann ausgerichtet, dann kommen die anderen Halter nochmal dran. Jetzt ist es egal. Egal, was hast du überhaupt gemacht? Also, ich war hier gerade kurz ein paar Schrauben besorgen. Diese hier, die wollen wir gleich da ins Holz reinjagen, weil die anderen waren mir ein bisschen zu klein. Und in der Zeit hat Matthias hier die drei Halter, beziehungsweise sechs Halter insgesamt, schon mal alle eingekürzt, ausgerichtet und festgeschraubt. Jetzt schraubt er hier dieses Profil an der Wand fest. Super geworden. Ein bisschen schief geworden, weil das Loch war natürlich zwischen U-Schale und Ytongstein. Aber genau, dann ist der Bohrer immer weggerutscht. Egal. Irgendwie läuft es nicht mehr so gut.
bin schon seit wann? 11 Uhr? Oder ne, 10? Um 11 haben wir direkt angefangen. Um 11 haben wir ungefähr angefangen, jetzt ist schon 6 und wir haben immer noch kein Tor. Läuft nicht so gut, aber egal. Kriegen wir trotzdem hin. Morgen dann wahrscheinlich. Letzte Schraube für heute. Jetzt haben wir die letzten 3 Stunden nur diese Schienen hier ausgerichtet und diese Leiste da an der Wand befestigt. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Ja. Morgen geht's weiter. Jetzt gehen wir erstmal eine schöne Mische trinken und was essen. So, bis morgen, Leute. Hallo. Wir waren noch ein bisschen. Ja, Matze hat sich doch noch entschieden, weiterzuarbeiten hier. Ich natürlich auch. Ich habe uns hier Proviant und 2 Mischen fertig gemacht. Die Halter haben wir alle eingekürzt, damit mein Kabelkanal da noch reinpasst. Und ja, eigentlich alles soweit ausgerichtet. Hat das in die Anleitung reingeguckt, was wir morgen dann machen können? Morgen ist das Tor da. Direkt das Tor schon oder muss noch irgendwas gemacht? Achso, hier den einen Halter, ne? Einen Halter müssen wir hier noch irgendwie montieren. Das Ding hängt hier halt noch in der Luft. Muss ja da noch irgendwie befestigt werden. Jetzt da steht halt nichts drin, ne? In der Gebrauchsanweisung. Wahrscheinlich später beim Antrieb oder so. Na schau. So. Jetzt aber wirklich bis morgen. Einige Mischen und eine Nacht später. Guten Morgen. War's? Guten Morgen, Jungs. Immer noch hier. Ja, Matthias hat sie übernachtet. Und jetzt gefrühstückt und jetzt geht's weiter. Ja, einfach auf den Boden schmeißen, sagt er. Halt doch da fest jetzt, Mann. Scheiße, die Löcher da drin sind. Vorgebohrt, aber diese Schiene sitzt schief, so wie hier. Und du triffst die Löcher gar nicht. Dicker. Ich raste aus gleich. Bohr nochmal vor, Junge. Du musst mir den Bohrer geben. Warte mal. Macht das Spaß? Richtig. Wenn es nichts passt, besonders gut. Haben wir uns schon geoutet? Du wolltest ja nicht nach Zeichnung arbeiten. Die Zeichnungen sind scheiße. Hast du schon erklärt, was das ist? Nee. Die Seile hier, also das Seil muss quasi da. Hier sieht man das besser. Hier sind jetzt 2 Rollen. Und wir müssen jetzt die Seile tauschen. Also dieses Seil muss auf dieser Rolle laufen und dieses Seil muss auf dieser Rolle laufen. Das war im Bild gar nicht richtig dargestellt. Wir dachten, das wäre schon quasi hier. Nein, die. Das war richtig dargestellt, nur für dich. Das war nicht aus, richtig weil, dargestellt. Doch, weil du gesagt hast, das läuft so schief. Dabei waren wir ja noch nicht weiter, dass wir ja, war haben, scheiße das Ding eigentlich mit dem Tor hoch und runter fährt. Ja, die hätten ja mal reinschreiben können, dass da später das Tor befestigt wird an diesem Gummi-Nupsi. Ja, es war ein paar Seiten weiter. Nicht überdrehen, oder? Ja, das ist irgendwie schon zu weit, glaube ich. Hält. Schön, dass du das machst. Muss hier noch was gemacht werden an dem Tor oder Nein, kann das jetzt weg? Das kann jetzt weg. Gut, dann packen wir das weg, tauschen die Seile einmal und dann können wir das einhängen. Achso, und die müssen wir auch wieder abmachen, ja, weil das Tor wird hier reingehängt und dafür stören die. Das muss ganz am Ende erst montiert werden. Ja, also muss man sich immer an die Anleitung halten. So ist es. Und nicht Freestyle arbeiten. So, die Position der Seile haben wir getauscht. Wir haben die Deckel umgeöffnet, dann konnte man die Rolle einmal drehen, da drinnen. Und hier sind die jetzt auch richtig rum. Also dieses Seil hier mit diesem Halter, das muss auf der äußeren Rolle liegen. Und auf der innenliegenden Rolle, da kommt dieses Seil hin mit diesem komischen Plastiknupsi. Und dieser Plastiknupsi kommt später hier am Garagentor rein. Und das hat man in der Anleitung nicht gelesen. Oder nicht gesehen am Anfang an der Stelle. Und deswegen hatten wir das verkehrt drum eingebaut, weil wir dachten, dass es logisch ist. Falsch gedacht, Matze. Du. Alles deine Schuld. So, jetzt machen wir hier noch die Rollen ran.
und dann kann das schon eingehängt werden. Hast du es fein zusammengebaut? So rum. Wie muss das? Siehst du das, Chat? Chat. Spitzel kommt. Wir dürfen keine Firmengeheimnisse verraten. Ich habe hier noch eine Kamera im Weg. Und jetzt habe ich noch einen Schlauch im Weg. So, jetzt so. Ist das schon drin? Also das ist, wie nennt sich das, Versteifungsblech? Ja, genau. Versteifungs- oder Versteifungsprofil? Mhm. Das kommt an das oberste Element, das haben wir jetzt rausgefunden. Bei dem Element lag auch eine kleine Anleitung mit bei, mit Maßen, wo das Ding hinkommt. Und da sind auch Schrauben mit bei. So, jetzt müssen wir vorbohren, steht das da so? Oder sind das Schrauben mit ohne Vorbohren? Ja. Oder? Ja. Und die sehen sehr spitz aus. Ja. Wir könnten eine reinjagen, probieren, vielleicht klappt sie ohne Vorbohren. Torx, Digga. Perfekt. Ja. Wir probieren mal ohne Vorbohren aus. Gut. Let's go. Fragen uns gerade, ob hier noch ein Halter hinkommt. Nicht, dass dieses Profil dann stört. Und jetzt überprüft Matze, was für ein Halter da hinkommt. Um dann zu prüfen. Tschüss, Digga, ist das auch noch durchgekommen? Was ist bei dir? Was ist das? Oder kürzen wir das ein? So, warte, vielleicht müssen wir das auch reinkürzen. Echt? Nein. Da glaube ich. 70 und 70. Ist das 70? Genau. Ja, also einkürzen. Aber nur einmal einkürzen. Beide Seiten. Ja, aber wollen wir das nicht einfach nur einmal, weil dann passt das mit den Löchern auch. Jawohl. Das ist natürlich. Ja. Sicher. Also dann 14 cm, ja? Ja. 14 cm einkürzen, sagst du, ja? Ja. Gut. Moment. Ist nicht viel. Jetzt muss das Tor aber noch ein Stück runter.
Ja, was soll ich jetzt hier meinen Lappen? Mit Dings, was soll ich jetzt nehmen? Ladezeit. Da sieht man jetzt ein bisschen den Bolzen. Hängt jetzt drauf. Sprint gesichert. So, was sind die nächsten Schritte, Matze? Die Seiten müssen immer gleich stark gespannt werden. Die Spannung muss so eingestellt werden, dass ein einfaches Hoch- und Runterfahren möglich ist. Das Seil muss bei jeder Türperson genügend Vorspannung haben. Das Seil muss immer auf Spannung gehalten werden. Schon? Ja. Dann haben wir 15 cm gespannt. Ja. So, wir haben ja die Spannung wieder gelöst, damit du hier leichter kannst. Ja. Deswegen müssen wir eigentlich wieder hier auf das Loch, wo wir schon kratzer sind. Ja. Da muss das wieder rein. Ja. Dann machen wir das Tor zu, das Tor auf, gucken, wie es sich verhält. Mhm. Und je nachdem, wie es sich verhält, machen wir entweder schwächer oder stärker. Mhm. Und auf und zu per Hand dann, ja? Und das soll dann leichter gehen jetzt. Du musst in beide Richtungen gleich zugehen und gleich auf. Probieren wir mal aus. So. Also man freut, wenn ich erstmal spanne. Machen wir später. Alles klar. Später. So. Was los? Was los? Auf welche Seite willst du, genau? Das muss ja jetzt wieder spannen. Aber ich will es nicht. Okay, was passiert jetzt? Hängt das jetzt? Wo klemmt das bei dir? Das war nur die eine Stelle, komischerweise. Wahrscheinlich, ja, wir müssen das Tor da dann ein bisschen. Ne, ich glaube, das war an dieser Stelle hier. Einen Big Tasty Bacon mit Pommes und Eistee später. Ah, okay. Was ist das? Ziehding. Ziehhalter. Elektromotor da. Ach, der liegt da. Wow. Wow, voll begeistert. Wir waren gerade essen. Gerade so ein bisschen. Ja, ja, wie soll man das sagen? Besser nicht. Wir sind ein bisschen zur Ruhe gekommen. Das ist auf jeden Fall der Antrieb. Den klatschen wir jetzt hier ran. Hier kommt noch ein Halter ran, damit das ein bisschen stabiler ist. Der liegt da hinten. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Matze montiert hier schon mal den Halter. Ich war gerade kurz Schrauben besorgen. Da hat Matze hier schon die Hälfte fertig gemacht. Alles zusammengesteckt. Kette liegt drinne. Der Gerät, was ist damit? Der kommt jetzt hinten ran. Der kommt hinten ran. Und ja. Alles okay? Ja. Geht's dir gut? Bei mir geht's alles gut. Okay. Ah. So, was machen wir jetzt? Wir montieren jetzt dieses Gerät an der Decke. Hier mit den Halter. Was sagst du? Gerade. So, Mitte haben wir auch. Das hier ist die Mitte. Aha. Sollte passen. Also es gibt eine Zeichnung, ja, wo steht, dass man diese Schiene auch rausnimmt. Wie meinst du, das rausnimmt? Komplett rausnimmt. Weil der Motor muss ja da vorbeifahren. Muss er hier durch. Oder quasi verschrauben und Mitte weg, damit der hier frei laufen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Lüge! Lüge, Lüge, Lüge! Zeig das nochmal den Zuschauern, was du meinst, den Motor. Ja, der Motor hat eine bestimmte Dicke. Da muss er hier durch. So. Es gab ja noch zwei Halter. Wo sind die? Die da. Quasi wie die. Dass man die da nicht an der Decke montiert, sondern an dieser Schiene montiert. Quasi hier nochmal an die Schiene, hier da und das mittlere wegschneidet. Ja. Macht das Sinn? Ja. Nee. Macht keinen. Obwohl du hast ja jetzt an einem Balken fest. Naja. Aber dann kann das ja nicht das weg. Ja.
Theoretisch brauchen wir das da hinten gar nicht. Nur so nur halt da hinten an der Decke. Für die Wand. Ja, genau. Dass es da stabil ist sozusagen. Ja, aber gut. In der Mitte, wenn das jetzt an der Decke befestigt ist, dann brauchen wir das nicht. Nee. Es ist wieder dunkel. Wir sind gestresst. Scheiße, 48 Stunden durchgeschraubt. Weil ich Scheiße gebaut habe. Nee, hast du nicht. Wir haben quasi das Ding hier einmal ohne Garagentor gerade anlaufen lassen. Und dieses rote Verriegelungsteil war hier nicht drin. Und der Motor ist leider zu weit reingefahren. Er sucht sich quasi immer den Endpunkt. Und hat sich da verklemmt. Deswegen mussten wir alles nochmal runternehmen. Und ja, jetzt wieder dran geschraubt. Dieses rote Teil da reingesetzt. Und jetzt hat er auch einen Endpunkt. Und jetzt müssen wir den Sender, haben wir sogar schon angelernt. Jetzt muss man mit dem Sender quasi einmal drücken, dann geht er auf. Auf und zu und dann sucht er sich, glaube ich, selber die also Endpunkte. Gut, ne? Dass das Ding jetzt drin ist, weil die Schienen sind länger. Wo es Klick macht? Ja. So, und noch ein paar Zentimeter zurück würde ich machen. Wieso? Damit er quasi wirklich noch ein bisschen zieht. Einfach so. Stopp. So reicht. Okay, dann haben wir da die Endposition. Und nach vorne, ich weiß nicht, ob er vorne dann bis zum Anschlag oder was macht er dann? Geht. Jetzt hat er den gefunden. So. Aber jetzt blinkt er wieder. Aber jetzt geht er auch zu. Hast du gedrückt? Ja, ich habe jetzt gerade nochmal gedrückt. Okay. Ich hoffe, dass er rechtzeitig aufhört. Ja, pass mal drin. Das ist so Gummi, da können wir schon aufpassen. Okay. Perfekt. Warum blinkt er jetzt? So, das heißt jetzt ist... Nee. Was heißt dieses Blinken? Vielleicht, dass er die Endposition gefunden hat, ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste er ja wieder auch klicken. Hat er ja nicht gemacht. Ja, aber auf der Seite gibt es ja keine Endschalter. Ja, aber warum soll das jetzt die ganze... Okay, jetzt... Ich hab gedacht. Nee. Okay, er merkt sich ja die Kraft, wie viel er braucht. Jetzt ist er schon stärker geworden, ne? Okay, weißt du schon, wo das Ende ist? Dass er dann langsamer wird. Ja. Ich habe nichts gedrückt, Digga. Er fährt jetzt mal alleine. Ja, vielleicht lernt er sich jetzt an. Mhm. Nach 48 Stunden Arbeit. Ja, meinst du wirklich, dass er so oft hin und her fährt jetzt? Ich muss doch nicht das wissen, Digga. Guck mal, jetzt leuchtet die Lampe nur noch. Fertig. Es bleibt so, die Lampe leuchtet. Genau. Digga, wir haben es geschafft, Matze. Danke, Digga. 48 Stunden warst du bei mir. Du hast meinen Arsch gerettet hier. Junge. Das war schon... Ja. Ich dachte vielleicht mit Glück einen Tag so. Wenn wir Glück haben, dachte ich, vielleicht schaffen wir das an einem Tag. Aber, Digga, Pustekuchen. Gestern bis 20 Uhr, heute wieder. 19 Uhr jetzt, ne? Ja, Mann. 2 Tage komplett durchgeballert. Guck mal diese Probleme, Digga. Und jetzt testen wir nochmal, ob er zugeht. Erstmal Bierchen oder Mische brauchen wir jetzt. Jetzt muss es ausgehen, eigentlich das Licht. Irgendwann mal. Ja. Die Notentriegelung kann ich jetzt einkürzen und den Hebel auch wieder weiter oben machen. Ne? Genau. So, erklär mal, was wir haben hier geändert jetzt. Also, wir hatten ja hier diese Strebe, die da auf dem Boden liegt, hing ja hier zwischen. Das Problem wäre jetzt, wenn wir die gelassen hätten, dass der Motor oder Laufhund oder wie das auch immer heißt da, gegen diese Strebe gekommen wäre. Leicht geschliffen. Er hätte genau geschliffen. So. Und deswegen haben wir uns entschieden, da wir sowieso diesen Halter hier an der Decke befestigt haben, hatte diese Strebe hier gar keine Funktion mehr gehabt. Deswegen haben wir die komplett abgenommen. Das hier wird jetzt einmal abgeflext und so dadurch habe ich jetzt auch mehr... Ja, Kopffreiheit sozusagen, weil wenn ich hier dann wirklich irgendwann mal ein Auto drin habe und eine Hebebühne und das anheben möchte, dann würde diese Strebe mir 30 cm Deckenfreiheit klauen. Und dadurch spart man sich ein bisschen, genau, ein bisschen Kopffreiheit. Also das war's eigentlich. Du kannst jetzt abmoderieren. Abmoderieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Like da lassen.
Kanal abonnieren. Und Kommentar, und wenn ihr Lust habt. Gerne einen Kommentar schreiben, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht gibt es ja Profis unter euch, die wissen, wie man das richtig macht. Wir haben jetzt einfach alles nach Anleitung gemacht, aber die Anleitung, muss man auch sagen, war nicht so geil. Ne? Ja, ein paar Sachen haben echt gefehlt. Zum Beispiel dieses Ding. War gar vorher reinmachen, bevor man die Kette spannt, ansonsten kriegt man das halt nicht rein. Ja. Viele Schritte waren irgendwie ausgelassen, Bilder waren ungenau. Ja. Also nicht ganz so geil. Musste man schon seinen Kopf auch zwischendurch mal wirklich einschalten. Also man kann nicht einfach nach der Einbauanleitung arbeiten. Ja, du musst sie quasi einmal komplett durchlesen, um zu merken, okay, jetzt ist das, dann ist dies, dann ist das. Ja. Aber so sind wir nicht, ja? So sind wir nicht. Okay, ciao. So, sagst du auch nochmal tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.